Ja, Piro, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, ist heute wieder mal eine Prospektvorstellung dran, worauf ich wirklich richtig Lust habe. Und zwar habe ich jetzt online das Sonderpreis Baumarkt Prospekt gefunden. Ich selbst mag eigentlich die Online-Vorstellungen nicht so sehr, aber für mich ist dennoch Sonderpreis Baumarkt ein wichtiger Laden, wo ich auch selbst bei meiner Einkaufstour mit anhalte. Ja, und da wollen wir jetzt mal anfangen und schauen einfach mal rein. Da haben wir hier gleich auf dem Titelblatt den Pyromacher für 89,95, 1944 Gramm NEM. Anhand den Bildern sieht es für mich eher aus wie die Bloodhound, aber kann jetzt dazu auch noch nicht mehr sagen. Dann als nächstes die Projekt 1 für 150 Euro, 3780 Gramm NEM. Kenne ich selbst so nicht. Ich glaube, die gab es ja auch letztes Jahr schon. Konnte dazu aber auch noch nichts rausfinden, ob das irgendeine bekannte Umlabelung ist. Dann haben wir hier ein neues Raketensortiment, das Klimmersterne. Sieht für mich auf jeden Fall recht interessant aus mit Kugelkopfraketen und ein paar kleine Sachen drin. Wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Dann den Glitzerkommandoverbund für 22,95, den gab es letztes Jahr auch schon. Hatte ich mir selber gekauft, aber kam nicht dazu, den zu testen. Dann haben wir hier die Tantakongs für 18,88 Euro, aber dieses Jahr nur noch 50 Stück. Letztes Jahr gab es noch das Pulkback mit 64 Stück, finde ich etwas schade. Dann den Feuerspucker, eine Fontäne, oder? Ja, eine Fontäne für 3,99 Euro. Denke ich, kann man sich schon mal mitnehmen. Hier den Leuchtangriffverbund für 52,22 Euro. 1072 Gramm NEM, ist mir als Chainsaw Box bekannt, hatte ich letztes Jahr auch gezündet, da habe ich den aber für 40 Euro bekommen, aber auf jeden Fall ein klasse Teil. Dann als nächstes ein Raketensortiment, das Meteorsturm. 27 Raketen für 14,95 Euro. Auf jeden Fall ein Top-Preis. Zu den Raketen kann ich aber auch nichts sagen. Dann haben wir hier die XXL-Show für 26,95 Euro. Mit einer NEM von 528,5 Gramm. Habe ich letztes Jahr auch live gesehen. Auf jeden Fall richtig klasse. Kann man sich mitnehmen. Dann die Himmelsfeuer, auch bekannt als Crasher, ist ja jedes Jahr mit dabei. Dieses Jahr nur günstiger für 29,95. Dann die starke 19 für 4,99 Euro. Müsste ja eigentlich aus der bösen Reihe von Leslie die böse Nachbarin sein. Oder böse Sekretärin. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann die Powerblock für 8,99 Euro, 307 Gramm NEM, ja, das klingt erstmal vielversprechend, ist aber auch schon jedes Jahr jetzt mit dabei gewesen. Dann die Moskitosturm, 300 Schuss Heulerbatterie für 7,99 Euro, guter Preis, aber Heuler ist ja eine reine Geschmackssache. Dann haben wir hier wieder ein Verbund, die Legendary für 42,95 Euro. Reihen aus Fächerbatterien mit 718 Gramm NEM von Komet. Oh, das ist natürlich schwierig, sonst wäre es recht interessanter Verbund. Müsste man sich dazu mal das Video anschauen.
Dann haben wir hier die Trackraiser 4799. Kenne ich so jetzt auch noch nicht. Eine Pyromult-Batterie. Könnte interessant sein. 130 Gramm NEM. Ja, okay. Dann haben wir hier den nächsten Verbund von Leslie. Die Sabotage. Ist auch neu hier in dem Prospekt. Mit 266 Gramm NEM für 1999. Ja. Ja, denke ich, könnte man sich überlegen. Dann von Leslie die Blue Mamba für 18,88 Euro mit 318 Gramm NEM. Laut dem Bild sieht es aus wie eine Leuchtkometenbatterie. Dann die Pathfinder von Komet, auch neu im Prospekt. 200 Gramm NEM für 9,99 Euro. Dann die Dream Theater von Leslie, nochmal ein Verbund für 27,77 Euro mit 697 Gramm NEM. Dann die Moonraker von Keller für 5,99 Euro, 100 Schuss Bouquet rein mit Salvenfinale, 180 Gramm NEM. Kann dazu jetzt auch nichts sagen. Dann von Leslie die Barbed Wire für 12,99 mit 405 Gramm NEM. Ich glaube, das ist eine recht ordentliche Batterie. Dann die Counter-Strike für 13,95 Euro. Hersteller könnte auch eventuell Leslie sein. 319 Gramm NEM. Klingt auf jeden Fall erstmal nicht schlecht mit Goldeffekten. Dann die Terabyte, die ist ja bekannt, für 5,99 Euro. Eine klasse Low-Budget-Batterie. Macht man auf jeden Fall keinen Fehler. Jetzt kommen wir zu den Raketensortimente von Komet Juwel. 21 Raketen für 20,95 Euro. Ich selbst finde ja immer diese Bombenraketen recht interessant. Aber für 21 Raketen 20,95 Euro. Okay, der Preis ist auch noch in Ordnung. Dann haben wir hier das Petrol Rocket für 12,95 Euro, 15 Raketen. Ist ein Sortiment von Leslie. Ist auch neu dazugekommen. Und dann haben wir noch das Nofretete für auch 10 Euro. 10 Raketen, da kostet eine Rakete 1 Euro. Finde ich, ist preislich in Ordnung. Dann die bekannten Big Whoppers für 3,88 Euro. Die 6er Packung ist ein guter Preis, auf jeden Fall. Dann noch eine Neuheit, die Jackie Chans. Sollte vielleicht auch von Leslie sein. Ja, ist auch von Leslie für 1,50 Euro. 4 Stück in der Packung werde ich auf jeden Fall mal zum Testen auch mitnehmen. Dann haben wir noch ein Leuchtsortiment für 4,44 Euro, das Lichterfest von Komet, neunteilig, ein guter Preis definitiv. Dann die Quickie für 2,99 Euro, 100 Schuss Feuerkometen, zum Warmzünden denke ich ist das in Ordnung. Dann die Touch of Gold, die gibt es ja auch jedes Jahr für 7,99 Euro. Eine Goldfontäne, ich selbst habe sie bisher immer noch nicht getestet. Dann von Keller die Super Böller B für 80 Böller für 8,99 Euro, ist auf jeden Fall ein guter Preis. Genauso wie die D-Böller für 4,99 Euro. Sind wirklich gute Preise. Dann das Top Dog Back, gab es letztes Jahr auch schon für 13,95 Euro. Dann hier wieder ein neuer Artikel, die Cranky Cactus für 2,22 Euro. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das könnte der böse Lehrer von Leslie sein. Aber kann ich jetzt auch nicht 100% dazu mich äußern. Dann das Eventfeuer Red Torch von Leslie für 3,49 Euro. Dann haben wir
von Comet, die Riesenkanonschläge für 2,69 Euro. Sechs Stück in der Packung, ich glaube, die waren nie gut. Man müsste sich wirklich die Verarbeitung davon anschauen. Dann das Knallvergnügen für 2,79 Euro. 40 Stück, ist ein guter Preis, ist in Ordnung. Fliegerschwader, vier Vögel für 2,59 Euro. Die Megamatte für 1,99 Euro. Für mich immer wieder ein Muss, die mitzunehmen. Reibkopfknaller für 88 Cent. Und zum Schluss noch von Leslie die Luftpfeifer Kategorie 1. Ja, das war's dann auch gewesen. Jetzt kommt bloß noch der Vorbestellschein. Ich selbst bestelle nicht vor. Ich fahre immer spontan in den Laden hin und nehme halt dann das noch mit, was noch verfügbar ist, weil meist ist der Andrang doch ziemlich groß. Man bekommt nicht alles, aber sehe ich meist dann auch nicht so schlimm. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Kommentar dazu da und ja, bis zum nächsten Mal.